Hallo, schön, dass du mein Video anschaust. In den nächsten 90 Sekunden erfährst du das Wichtigste zu einem Thema rund um Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. Heutiges Thema: die Rufbereitschaft. Abonniere diesen Kanal und gib dem Video einen Daumen nach oben, um mich zu unterstützen. Als Rufbereitschaft bezeichnet man den Zeitraum für eine Geburtshausgeburt, eine Hausgeburt oder eine Klinikgeburt mit Beleghebamme, in der die Hebamme, die die Geburt begleitet, Tag und Nacht für die werdende Mama erreichbar ist, sollte die Geburt losgehen. Die Rufbereitschaft beginnt in der Regel 3 Wochen vor dem errechneten Entbindungstermin, also in der 38. Schwangerschaftswoche. Normalerweise endet die Rufbereitschaft dann 14 Tage nach dem errechneten Geburtstermin, da die Versicherung einer freiberuflichen Hebamme dann nicht mehr greift. Beginnt die Geburt also vor oder nach dem Ende der Rufbereitschaft, muss die werdende Mama zur Geburt in ein Krankenhaus. Startet die Geburt zeitgerecht, kann die werdende Mama ihre Hebamme anrufen, wenn sie sie nun an ihrer Seite braucht. Bei einer Geburtshausgeburt treffen sich die werdenden Eltern mit ihrer Hebamme in der Regel direkt im Geburtshaus. Bei einer Hausgeburt kommt die Hebamme zu den werdenden Eltern nach Hause. Und bei einer Beleggeburt im Krankenhaus treffen sich alle im Kreissaal des Krankenhauses. Nun bleibt die Hebamme, bis die Geburt zu Ende ist, bei der werdenden Mama und betreut sie 1:1. Gegen Ende der Geburt stößt meistens noch eine zweite Hebamme dazu. Die Mama wird also erst wieder alleine gelassen, wenn ihr Baby auf der Welt ist und es beiden gut geht. So viel zum Thema Rufbereitschaft. Wenn du noch mehr zu diesem Thema erfahren möchtest, dann gib dem Video einen Daumen nach oben. Weitere interessante Videos findest du hier. Wir sehen uns im nächsten Video. Deine Marie.